Bei den hinteren Reliefmaschen stechen wir von der anderen Seite. Das heißt, dass die Masche eben die Wölbung nicht nach vorne bekommt, sondern die Wölbung nach hinten bekommt. Dazu gehe ich jetzt von unten hier hoch. Das ist unsere feste Masche und ich gehe daneben an wieder raus. Also das System genauso wie bei der vorderen, bloß nur, dass sich das Ganze jetzt auf der anderen Seite befindet. Dann hole ich das Garn, ziehe ich das hier durch, hole das Garn jetzt und ziehe das dadurch. Nochmal, also von hinten nach vorne und wieder nach hinten raus. Die Wölbung ist auf der Rückseite. Faden holen, durchziehen und abhäkeln, als wäre es eine normale feste Masche. Jetzt können wir das mit der letzten hier auch noch machen. So, und ihr seht, die hier kommen nach vorne, die anderen kommen nach hinten raus. Die Reliefmaschen aufgrund, also auf Basis einer festen Masche, sind eher unüblich. Wenn man im Relief arbeitet, dann eher mit halben Stäbchen oder mit Stäbchen. Aber es geht natürlich jetzt mit festen Maschen auch, nur dass ihr es mal gesehen habt, damit ihr das Ganze auch wisst, wie das geht.